Was geht ab, meine lieben Freunde? CCDMX, Kriegs am Start und heute haben wir mal wieder einen richtig fetten Money Glitch für euch mitgebracht. Dieser Money Glitch ist richtig heftig. Ihr könnt eure Garage so schnell voll duplizieren und ihr müsst nicht beim Verkaufen warten. Das heißt, ihr müsst nicht 45 Minuten zwischen jedem Verkauf warten. Mit dieser Methode könnt ihr extrem viel und extrem schnell Geld machen. Außerdem ist dieser Money Glitch auch noch solo ausführbar. Wie krass ist das denn bitte? Kurz bevor wir jetzt mit diesem Money Glitch anfangen, wollte ich euch nochmal darauf hinweisen, dass wir Unlock Alls anbieten. Das heißt, wenn ihr keinen Bock habt auf irgendwelche Money Glitches und ihr einen Unlock All haben wollt, klickt einfach unten auf den ersten Link in der Videobeschreibung. Und dann würde ich sagen, fangen wir direkt mit den Vorbereitungen für diesen Money Glitch an. Als erstes braucht ihr eine Biker-Garage, die voll ist mit Fagios bzw. ein Sand King XL muss in der Garage sein, ein voll getunter Street Blazer und der Rest voll mit Fagios. Außerdem muss euer Clubhaus auf jeden Fall die Werkstatt besitzen. Wenn ihr jetzt nicht wisst, wie ihr ein Fahrzeug in das Clubhaus reinglitschen könnt, verlinke ich euch oben rechts in die Infocard das Tutorial dazu. Wenn ihr jetzt alle Vorbereitungen erledigt habt, können wir direkt mit diesem Money Glitch loslegen. Und zwar muss euer Street Blazer hinten rechts in der Ecke stehen, das ist Stellplatz Nummer 6. Euer Sand King muss auf Stellplatz Nummer 7 stehen, also direkt ein Platz unter dem Street Blazer. Jetzt müsst ihr folgendes machen, und zwar müsst ihr euch auf den blauen Kreis in eurem Clubhaus stellen, bei dem ihr dann eure Fahrzeugposition ändern könnt. Und dort switcht ihr die ganze Zeit die Position des Blazers und des Sand King XLs. Diese zwei Fahrzeuge müsst ihr jetzt so lange switchen, bis euer Street Blazer wieder hinten rechts in der Ecke steht und euer Sand King XL diesen Street Blazer so einklemmt, dass ihr euch nur noch über den Teleport auf diesen Street Blazer draufsetzen könnt. Das bedeutet, dass wenn ihr Dreieck drückt, müsstet ihr euch direkt auf den Street Blazer draufsetzen. Im Hintergrund könnt ihr nochmal einige Fehlversuche sehen, dann wisst ihr, dass es auch bei mir nicht direkt beim ersten Mal geklappt hat. Ihr müsst einfach hin und wieder mal ausprobieren, immer mal wieder vom blauen Kreis weggehen und schauen, ob der Street Blazer eingeklemmt ist. Also ich wiederhole das Ganze nochmal, es ist ganz wichtig, dass der Street Blazer am Ende hinten rechts in der Ecke steht und der Sand King XL diesen Street Blazer so einklemmt, dass ihr euch nur noch über den Teleport darauf setzen könnt. Welche zwei Fahrzeuge ihr die ganze Zeit hin und her switcht, ist eigentlich ganz egal, Hauptsache der Street Blazer ist am Ende vom Sand King eingesperrt. Wenn es jetzt bei euch geklappt hat, lauft ihr zu eurem Street Blazer und teleportiert euch, so wie ich das hier im Video zeige, auf diesen Street Blazer drauf, indem ihr einfach einmal Dreieck drückt. Und jetzt kommt eigentlich der schwierigste Part dieses Glitches. Wenn ihr den hinkriegt, dann seid ihr eigentlich schon so gut wie fertig und könnt mit dem Duplizieren loslegen. Wenn dieser Part gleich bei euch nicht auf Anhieb klappt, keine Sorge, bei mir hat es auch einige Versuche gebraucht, bis ich es endlich hingekriegt habe. Wenn ihr jetzt also auf eurem Quad drauf sitzt, müsst ihr die Pause-Taste gedrückt halten. Dann drückt ihr die Gas-Taste und lasst in demselben Moment die Start-Taste los. Und wenn ihr es jetzt richtig gemacht habt, müsste bei euch das Pause-Menü aufgehen. Wenn ihr jetzt mit eurem Blazer aus der Garage rausgefahren seid, dann habt ihr es nicht richtig gemacht und müsst reinfahren und den Sand King wieder so hinstellen, dass er den Blazer einsperrt. Und dann müsst ihr einfach das gleiche machen, wie ich das eben erklärt habe. Wenn ihr jetzt aber im Pausemenü gelandet seid, dann müsst ihr ganz rechts zum Store switchen und wenn dieser nicht verfügbar ist, dann habt ihr alles richtig gemacht. Wenn an dieser Stelle aber der Store verfügbar ist, dann müsst ihr wieder das Pausemenü schließen und das mit dem Start und Gas wieder versuchen. Wenn also der PlayStation Store nicht verfügbar ist, ist alles richtig, dann schließt ihr euer Pausemenü und verlasst direkt euren Blazer, also drückt direkt die Dreiecktaste. Und wenn ihr das bis hierhin geschafft habt, dann habt ihr den Money Glitch eigentlich schon so gut wie in der Tasche und könnt gleich drauf losduplizieren. Ihr geht jetzt einfach zum blauen Kreis in eurem Clubhaus und switcht irgendeinen Fagio Roller mit dem Blazer, der hinten in der Ecke steht. Keine Sorge, der Blazer wird nicht verschwinden. Obwohl ihr jetzt beide Fahrzeuge getauscht habt, steht immer noch euer Street Blazer hinten rechts in der Ecke. Jetzt geht ihr einfach wieder zu eurem Street Blazer und drückt einmal Dreieck, damit ihr euch wieder darauf teleportiert und dann drückt ihr einmal euer rechtes Steuerkreuz, so dass ihr in die Tuning-Werkstatt reinkommt. In der Tuning-Werkstatt angekommen, switcht ihr einfach einmal euer Nummernschild und dann könnt ihr die Tuning-Werkstatt wieder verlassen.
Wenn ihr die Tuning-Werkstatt verlassen habt, spawnt ihr wieder hinten rechts in der Ecke, dann steigt ihr einfach ab und lauft erneut zum blauen Kreis, um eure Fahrzeuge zu switchen. Dort müsste euch jetzt direkt auffallen, dass ein zweiter Street Blazer in der Liste erscheint. Und ab hier könnt ihr den Glitch die ganze Zeit wiederholen. Das heißt, ihr nehmt euch ein Fagio, tauscht ihn mit dem Street Blazer, steigt auf den Street Blazer drauf, geht in die Tuning-Werkstatt rein, tauscht das Nummernschild und verlasst die Tuning-Werkstatt wieder. Dann geht ihr wieder zum blauen Kreis und die ganze Prozedur fängt von vorne an. Wenn ihr euch jetzt fragen solltet, wo sind eigentlich meine Street Blazer, keine Sorge, geht einfach einmal aus dem Clubhaus raus und wieder rein und schon werden sie dort alle stehen. Jetzt nehmt ihr euch einfach ein Blazer nach dem anderen und verkauft diese im nächsten Dos Santos Customs. Wie gesagt, ihr müsst keine 45 Minuten warten und könnt alle nach der Reihe verkaufen. Wenn ihr PC-Spieler seid, müsst ihr ganz am Anfang darauf achten, dass ihr euren Street Blazer nicht über 130.000 GTA-Dollar tunt. Das heißt, wenn ihr euren Street Blazer verkauft, darf der keinen Wert von über 130.000 GTA-Dollar erreichen. Und das war's auch eigentlich schon mit diesem Money Glitch. Er ist wirklich super geil, super schnell, solo ausführbar und hat einen Bypass. Also dafür auf jeden Fall mal richtig heftig auf den Like-Button drücken. Den Founder findet ihr natürlich auch unten in der Videobeschreibung. Und das war's auch schon wieder mit dem Video gewesen, meine Freunde. Wenn euch das Video gefallen hat, würden wir uns über ein Like freuen. Und wenn ihr jetzt oben rechts auf unser Profilbild drückt, könnt ihr uns abonnieren. Unten links und unten rechts findet ihr unsere letzten Videos. Und Social Media Links findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.